Hier ist wieder Plainbrawn, heute mit einer neuen Let's Play-Folge, heute mit dem Plymouth Belvedere aus 1964. Wir gehen heute auf die technischen Daten ein, dementsprechend wird es heute interessante Fakten geben. Sorry fürs Husten. Das wird ihr jetzt ein bisschen ein paar Mal hören, aber ja. So, jetzt gehen wir mal zu den technischen Daten erstmal. Das wird heute sehr interessant und eine sehr lange Story. Heute im Dunkeln lässt sich gut munkeln. Ja, was haben wir hier unter der Haube? Wir haben hier ein auf das Mopar-Logo, wenn ich jetzt richtig gucke. Ja, toll. Gut, wenn es draußen hell wäre, könnten wir es besser sehen. Toll, wieso ich in der Nacht immer bin. Aber ich meine, es müsste das Mopar-Logo sein. Ja, 1964. Aber eigentlich sogar früher kam der Plymouth Belvedere. Ist quasi ein obres Mittelklasse-Fahrzeug, Limousine, Coupé und Cabrio. Aber obere Mittelklasse angesiedelt und soll den Plymouth Cranbrook sozusagen ersetzen. Also die Cranbrook-Modellreihe. Und ja, Plymouth hat ein paar Besonderheiten später gebracht, aber dementsprechend gehen wir erstmal auf die technischen Daten ein, weil das ist ein Motor, den wir wahrscheinlich alle lieben. Wir haben unter der Haube einen 7 Liter V8 Hemi Motor mit sage und schreibe 272 kW, also umgerechnet 370 PS. Dementsprechend bringt das 637 Newton mit an die Hinterachse, verwaltet wird das mit einem Viergang Automatik. Wenn wir vier Gänge haben, wenn, oder hier bei mir, steht sogar Viergang Schaltgetriebe vom Chrysler. Eieiei. Dementsprechend hechtet der Wagen in 5,8 Sekunden von 0 auf 100. Top Speed ist jetzt eine geschätzte. Theoretische Top Speed 212. Also man kann zu der Zeit sagen, so um die 200 konnten noch alle hinkriegen, aber es war schon ein Meisterstück, dass die das erreichten. Aber 200 war mit allen möglich und ja, dementsprechend so. Und der Wagen wiegt nur, ja, man muss ja nicht viel Gewicht in Bewegung setzen, man muss ja ein bisschen. Ja, jetzt denkt ihr ja, wie viel Gewicht? Ja, wenn wir halt über Gewichte sprechen, 1640 Kilogramm. Dementsprechend erklärt sich auch die nicht so hohe Topspeed bei der Leistung. Ja, also wir haben einen Hemi-Motor, Haube zu. Also wir haben hier schon die Top-Motorisierung drin. Und Belvedere ist ja, habt ihr ja gesagt, Coupé, Limousine. Wir haben hier einen Zweitürer. Und ja, wir gehen mal in den Innenraum, gucken mal. Alles luxuriös auch. Wir haben durchgehende Sitzreihe vorne. Unten ein Drehzahlmesser, ein Schalter. Also richtig cool. Und ja, war so die Luxusklasse bei, also die obere Mittelklasse der Belvedere bei den Fahrt-Amis. Und ja, war eine große Limousine auch noch, einen großen Motor, aber Plymouth hat so einen Ruf gehabt, die haben nicht so schöne Autos gebaut. Das Image von Plymouth war so nicht so schön, und dass er auch so, ich meine, irgendwie Ende der 70er oder so gab es Plymouth ja nicht mehr. Auch also nicht mehr, glaube auch pleite gegangen sind, so genau weiß ich nicht. Aber es gab ein paar Besonderheiten beim Plymouth, dass man schon erwähnen kann, besonders beim Belvedere. Der Belvedere ist der erste in seiner Klasse mit einer selbsttragenden Karosserie und ist damit zumindest gegenüber anderen vergleichbaren Fahrzeugen schon deutlich leichter im Gewicht. Also hat deutlich weniger Gewicht schon mal. Denke mal 200, 300 Kilo weniger. Also wenn wir eine, sagen wir so, nur die Karosserie hätten und dann ein Chassis, dann würde er wahrscheinlich knapp 2 Tonnen wiegen, aber hier sind schon von 1640 Kilogramm. Trotzdem noch viel Gewicht, aber es ist der leichteste gewesen, und wenn man halt guckt, ja, also der Belvedere war schon eine große Limousine gewesen, und ja, zu der Zeit hatte auch Plymouth ja immer versucht, irgendwie
Fuß zu fassen in ihrer Klasse und in Klassen, ja. Und ja, man muss auch so ein bisschen sagen, das ist so, sind eher die Motoren auch nicht ganz gewesen. Aber wir haben hier ein Motor von der Hemi-Variante, also dem 426er Hemi, den es nur 1964 gab. Es gab ja noch andere V8-Motoren. Da gab es die A-Serie und die B-Serie, nannten die sich. Und der kleinste Motor war der Schlend 6-Motor. Wir haben aber hier den großen 64er und da gab es nur den Hemi. Und ja, viel kann ich nicht über Amis erzählen. Wenn ihr mehr über Amis wissen wollt, dann müsst ihr zum Kanal von Andy Knight gehen, weil der kennt sich mit Ami-Autos besser aus wie ich. Auch wenn ich auch noch ein Ami bin. Ja, schade. So. Also, der Belvedere, eine große Limousine der Mittelklasse. Ja, wir haben jetzt seit neuestem so einen Bug. Ich weiß nicht, wieso wir den haben, aber dementsprechend müssen wir mal schauen. Ja, Belvedere, das große Fahrzeug. Also, zumindest in großem rauskommen. Und ja, ich merke gerade, wieso ich wieder eine Einstellung hier rum. Viele, ich will doch nicht so hohe Bildraten eigentlich eingestellt haben. Dass ich ein bisschen mehr Grafikleistung noch habe für Livestreams und so. Und ja, also der Belvedere, der musste schon einiges einstecken. Sogar Fachmagazine haben sogar das hässlichste Auto auch noch. Also bislang konnte der Belvedere das hässlichste Auto, ein anderes hässliches Auto konnte dem Belvedere den Rang ablaufen und das ist der Fiat Multipla. Und ja, wir werden wieder auch einen Livestream machen und ich habe wieder kein funktionierendes Force Feedback. Also das wird mich auch hier bald nerven. Wieso das Force Feedback jedes Mal nicht funktioniert und ja. Also dementsprechend machen wir einen Cut und schauen mal, ob wieder mein Force Feedback gleich wieder funktioniert. Bis gleich. So, und auf der Teststrecke angekommen. Schauen wir mal, was er für Fahrperformance liefert aus dem Jahre 1964. Dementsprechend ein Auto der 60er. Ja, die Beschleunigungswerte sind ja schon legendär. Aber auch wenn er sehr gute Beschleunigungswerte hat, was zur heutigen Zeit immer noch als sehr sportlich gilt, was zu der Zeit sogar Supersportwagen, fast schon Sportwagenniveau ist heute auch immer noch Sportwagenniveau. Aber kann er die Leistung überhaupt die Straße kriegen? Also, das war früher schon sportlich, die 0 auf 100 Beschleunigung, aber konnte er das auch im sportlichen Kurventempo umsetzen? Wir schauen wir mal. Wir haben ja große Bremsanlagen schon, hat er ja derzeit ja auch, haben sie gehabt, aber nicht so leistungsstark. Und es ist ja eine Mittelklasse-Limousine. Und kein Muscle Car in dem Sinne noch. Es ist, gehört wahrscheinlich auch hier zu den Muscle Cars, aber es ist im Grunde genommen kein richtiges Muscle Car. Es ist so eine typische Mittelklasse-Limousine. Womit du eher cruisen sollst. Aber wir schauen mal, wie schnell er ist. Aber die Sportlichkeit verleiht ihm schon der Schaltgetriebe schon.
Ja, was kann ich euch sagen? Boah. Aber wieso hat man dann den Drehzahlmesser da ganz unten gebracht? Weil zu der Zeit war ja der Belvedere auch noch, da kann ich schon ein bisschen was erklären. Ja, zu der Zeit war ja die Drehzahl nicht so ein wichtiges Indiz bei so einem Fahrzeug gewesen, dieser oberen Mittelklasse. Man wollte ja Power haben, aber man wollte auch entspannt fahren, also komfortabel fahren, und dementsprechend war die eher die komfortable. Wollte man ja sehr komfortabel fahren, und da war sportlich fahren nicht so mit so einem Wagen nicht der Hauptgrund, sondern eher das komfortable A nach B fahren. Und dementsprechend ist der Drehzahlmesser nicht das Wichtigste gewesen bei so einem oberen Mittelklassefahrzeug. Und ja, dann haben wir eben beim Tacho nur Tankanzeige, Tanktemperatur und Uhr. Ein Drehzahlmesser war zu der Zeit gar nicht wichtig. Da wollte man mal obere Mittelklasse, komfortabel, da will keiner sportlich fahren, da will von komfortabel von A nach B, und man ist zufrieden, wenn man sogar noch ein bisschen mehr Power hat. Also dementsprechend. Ja, wir haben eine Rundenzeit von 1 Minute 18,568, und ich muss sagen, ich habe was Besseres gefahren aus diesen Jahrzehnten. Besonders die 60er, also es gibt sportlichere Autos aus den 60er, aber der mag nicht so sportlich. Also du siehst das Auto, das denkst, das ist ein Schiff, das kommt nicht um die Ecke. Aber wenn du damit fährst, dann bist du schon ein bisschen erstaunt, was er schon in den Kurven kann. Er kann schon mal ein bisschen sportlich, aber er ist so eher sehr unter Steuern. Und wenn du auf die Tube drückst, dann kommt das Heck manchmal gern. Und du bist schon froh, wenn das Heck mal kommt, dass er dann richtig um die Kurve gehen kann. Aber ich muss sagen, er fährt, er bremst für sein Alter dementsprechend. Ja, naja, also... Die Bremsen sind nicht die besten, die reichen gerade so aus, aber für sportliches Fahren, nee, also das Ding wankt wie ein Schiff, also du bist nur am Rumschaukeln. Ja gut, bist bei den anderen bei dem richtigen Muscle Cars ja auch die ganze Zeit nur am Rumschaukeln, aber der schaukelt die ganze Zeit rum. Ein Ford Mustang oder ein Dodge Charger oder Challenger, die schaukeln nicht. Die schaukeln ja auch hier noch herum, aber sind nicht so schaukelig wie der hier. Wie der Plymouths. Belvedere. Und wir haben auch noch den Plymouth Barracuda. Und der ist, glaube ich, auch überhaupt nicht so schaukelig. Aber dafür hat der Motor richtig Dampf. Und ja. Aber ich habe ja gesagt, Drehzahlmesser haben wir ja ein. Ganz unten unter dem Tacho, am Armaturenbrett. Aber da wurde halt auch nicht sehr groß gezählt. Weil, ja, für was braucht man den? Und wenn man wirklich mal die Power auslassen will, dann braucht man den nur für die Viertelmeile. So unwichtig war der Drehzahlmesser.
in den USA. Henling, Performance war egal, man wollte entspannt fahren, aber für die Viertelmeile hat man sowieso noch einen Drehzahlmeter gehabt, aber da war nicht so wichtig Malta. Nur für die Viertelmeile. Dementsprechend fahren wir jetzt, machen wir den Highspeed-Test mit dem Teil. Ja, wir können auch Highspeed fahren und ja, wir werden noch einige Schiffe heute fahren und Fahrzeuge. Dementsprechend gibt es auch heute einen Livestream. Tja, bin mal gespannt, wie es heute wird. So, Highspeed-Test, also ich würde heute sagen, wenn ich heute nicht über 210 komme, würde ich mich jetzt nicht wundern, wieso. Aber wir können ja nochmal gucken, in der Dings hier, Forza-Dings, und da haben wir 370 PS, 637 Newtonmeter, also hier passt sogar fast alles sogar, 6,97 Liter, also 7 Liter Fahrung, gehört zu den Classic Muscle Cars, Classic Muscle, okay, könnte ich ihn auch soweit da gesehen, und wenn wir halt gucken, Plymouth, haben wir doch noch einen anderen, ich glaube, den könnte man dann auch mal vorstellen, weil der ist, glaube ich, auch in der Sampen. Mercury, nee, ich sag gleich Spoiler. Plymouth, ja, hier, der hier. Der wird wahrscheinlich auch von einem 7 Liter V8, hat noch mehr Power, aber besseres Handling. Und wir haben hier noch den Barracuda Formula, die müssen wir auch noch fahren. Die beiden haben wir gar nicht gefahren. Interessant, interessant, interessant. Wir müssen. Und dann haben wir noch einen von den komfortablen. Ich hätte den Airbar Hot Rods so. Rods und Customs. Da hätte ich den Belvedere eher gesehen. War nicht bei den Classic Muscles, aber ja. Wie gesagt, da hätte ich den Belvedere gar nicht gesehen. Bei den Classic Muscles. Aber ja. Da hätte ich den bei den Hot Rods so ein bisschen mehr gesehen, weil es so auch eher typisches Hot, also Custom Car, legst tief, machst oder machst da Luftfahrwerk, machst Lowrider draus, aber als Muscle Car hast du den nicht so sehr auf dem Schirm. Er kann wirklich, ist es, aber von der Fahrperformance, von der Beschleunigungswert, ist es wie ein Muscle Car. Also kein Cruiser, sondern ein Muscle Car. Da hat die Power. Aber von der Grundkonfiguration ist es ein reines, eine normale Limousine eigentlich. So, wir geben Gas. Schneller als der GMC. Sind wir schon mal. Schon sagen. Curve Speed, habe ich ja gesagt, ist ja sein Knackpunkt. Wir werden mal schauen, wie es sich hier fährt. Boah! Aber das muss ich euch sagen, das Ding reagiert kaum auf Lenkbewegung. Also, was ich vergessen habe, die Lenkung ist so indirekt. Ich kann sowas machen. Und da reagiert er drauf null. Weil so träge ist er vom Fahrverhalten. Also, es ist ein träge, wandelndes Schiff. Also, Sportlichkeit war hier nicht sein Ding, sondern, wie ich ja gesagt habe, komfortabel von A nach B. Aber dafür haben wir ja die Power eines V8 unter der Haube. Und gegen so einen Ferrari gerade kommen die nicht an den Kurven. Du merkst, das Ding kann, will keine Kurven fahren. Ich lenke ein, aber will's nicht. Du bleibst einfach auf dem Gas stehen und hoffst, du überlebst. Highspeed Performance. Das Ding untersteuert.
Sogar, ich meine, das ist jetzt ein Chevrolet Impala, der mich überholt hat. Der Chevrolet Impala, der ist ja auch in der Klasse. Bin ich so der Meinung. Und der ist deutlich sportlicher. Ein Impala, ein Chevrolet ist deutlich sportlicher. Oder ein Buick ist deutlich sportlicher. Aber das ist hier die pure Unsportlichkeit, die es hier gibt. Boah, und guckt mal, wie ich in die Eisen trete. Da kommt ja nichts an Bremsleistung. Aber ein Sprintduell mit einem Jimny, damit, das kann ich mir noch leisten. Das ist richtig. Jung. So, durchs Ziel. Dementsprechend, ja, machen wir jetzt den Topspeed-Test, der aber auch fast gefühlt, glaube ich, gleich unsinnig wird. Aber es macht mal Sinn, mal so fahren. Weil es ist schon ein Shifterwagen. Also, Highspeed ist er nicht, das habe ich auch gesagt. Das haben wir auch plötzlich bei hohen Geschwindigkeiten. Die Bremsen wollen nicht auf so hohen Geschwindigkeiten bremsen. Er ist eher so ein Viertelmeile-King, aber kein Kurvenräuber für Highspeed. Kurven. Du musst in jeder Kurve bremsen und hoffen, dass du die Kurve einfach überlebst. So, Top-Speed-Test. Der Wagen hecht, sprintet ja sehr gut. Kommt ja richtig gut vom Fleck. Aber wir sind jetzt hier auf einer deutschen Autobahn. Wir geben Gas. Wir haben das Auto nach Deutschland importiert. Wir geben zum ersten Mal Gas. Wollen mal wissen, was wir so auf der Autobahn der Deutschen so können. Kleine Info am Rande. Der AMG-Fahrer würde blöde gucken. Und zur Werkstatt fahren jetzt. Wenn er das hinter sich sieht. Du hast dein Ziel erreicht. Na, packen wir die 250? Wie gesagt, da wird der AMG-Fahrer ganz blöd gucken, wenn er bei 250 abgeregelt wird, dass der immer noch dran hält. Ja, reagiert schon spät auf Leckeinforderung. Auf schnelle nicht, aber auf späte. So, 250 packen wir bergab. Was hast du gesagt? Das Ding ist eigentlich ein Muscle Car, für lange, komfortable Strecken zu fahren. Und wenn man will, kann man auch Vollgas fahren. Wir beweisen es. Wir haben die Top Speed mehr als bestätigt. Also nicht richtig angegeben, es gibt keine. So richtig, aber es soll ja angeblich um die 200 schnell sein. Und ja, dementsprechend will ich auch mal zeigen, wie man sowas früher gefahren hat. Wir fahren. Beschleunigen aus der Ecke, stehen an der Ampel und dann beschleunigen. Und schalte zu hoch. Hm.
mehr hat man nicht gemacht. So ist man in den 60ern eher gefahren. 100 km/h, schneller nicht. Dafür hat es gereicht. Man merkt, er sei in seiner Komfortzone. Und ja, wir fahren mal in die Kurve. Guck mal das mal an. Er kann diese Kurve fahren. Wenn man da entspannt fährt, kann er die fahren. Es ist schon schwer zu fahren. So, 40 Meilen werden hier erlaubt. Wir sehen, die kriegt er hin. Meilen sind hier oder km/h. So, wir fahren jetzt hier raus. Damals wollte man durchbeschleunigen. Wenn man beschleunigt hat, hat man den Hubraum gehabt und er ging schon flott voran. Der Motor hält sich sehr vornehm zurück. 70 Kilometer. Mit so einem Motor hatte nur diese Arbeit gehabt. Und das muss dieser Motor auch leisten können. Und wenn man mal plötzlich auf der Autobahn ist und gibt Gas, muss er halt ein bisschen Trimmmoment machen, aber macht's dann. So, letztes Rennen. Wir fahren dahin gerade und cruisen dahin, weil das ist eher ein Cruiser. Fährst damit R 100 hier, aber mehr nicht. Und fährst hier sowas ganz entspannt. Aerotromo Sprint. Okay. Fahren wir jetzt diese neue Strecke heute mal und schauen mal, wie der Aerotromo Sprint ist. Aerotromo Sprint. Boah. Bin mal gespannt, was das ist. Wir haben ja auch ein paar Strecken, neue Strecken zur Auswahl. Bei Horizon 4 fiel denen fast gar nichts mehr an. Und jetzt hier, gut, Mexiko ist groß. Und dementsprechend kann man sehr viel Streckenkombinationen machen. So. So, hier sind die eigentlichen Konkurrenten, die es sein sollten. Aber hier der Tornado, das einzige Muscle Car, das ist so eher ein Muscle Car, Mercury Tornado, oder? Ist ein Tornado? Das ist einer von wenigen Muscle Cars mit Frontantrieb. Und das Ding fährt sich richtig cool. V8 und Frontantrieb. So. Schauen wir mal, ob wir gegen Camaro ankommen, kurvenmäßig. Nee, kurvenmäßig anscheinend nicht. Und gar nicht gegen einen Dodge. Weil es ist ja wie ein Schlachtschiff, das Fahrzeug hier. Boah, die Kurve zu fahren ist wirklich hier herausfordernd. Aerotromo, wieso? Weiß ich nicht. Da ist auch der Tornado deutlich im Vorteil mit seinem Frontantrieb. Jetzt geht's um Speed und das wird jetzt interessant. Da weiß ich, da ist der Belvedere sehr stark. Ja, sehen wir. Wir halten bei Speed, bei Top-Speed-Sachen sehr, sehr gut mit. Aber das sportliche Fahrverhalten dieses frontangetriebene Muscle Cars haben wir nicht. Das merkt man deutlich in Kurven. Ich kämpfe. Er wieselt einfach weiter um die Kurven. Ich stehe noch an der Bremse.
Jetzt haben wir hier noch einen Buick. Den wir wahrscheinlich auf den Grand ja auf Distanz halten konnten, weil wir so viel Kraft haben mit dem Hemi. Aber hier in den Kurven nicht mal eine Schnitte habe gegen ihn. Wie gesagt, das war jetzt das letzte Rennen und wir gucken mal auf der Tabelle, wo sich eigentlich der Belvedere eigentlich befindet. Von seiner Fahrperformance her. Bis gleich. Und auf der Tabelle angekommen, ja. Ich habe ja viel gesagt. Ich habe ja auch gesagt, dass wir schon schnell sind. Auf manchen Geraden. Also der Plymouth Belvedere. Wenn wir halt gucken, Melkuru, Cyclone, Spoiler, kann ja nicht mithalten. Oldsmobile Tornado war richtig. Der Oldsmobile Tornado hatte 1 Minute 22,9. Er ist auch in der D-Kategorie. Der war wahrscheinlich im Spiel auch getuned, aber dementsprechend. Dann kommen wir langsam, Plymouth Fury, 58, ja gut. Aber der Plymouth Belvedere mit seiner 1 Minute 18, ein bisschen aufgerundet, 6, landet hinter einem Renault Accordini. Ja, ich habe ja schon gesagt, dass er performance-mäßig irgendwas besser machen könnte. Und jetzt schauen wir mal langsam mal. Der Plymouth Barracuda, den haben wir auch gehabt und mit 1 Minute 16, deutlich schneller. Deutlich schneller. Wenn wir halt gucken, Ford XP Falcon 351. Fast klar, aber nochmal 2 Sekunden schneller. Dann schauen wir mal Dodge Superbee. Fast aus der Zeit, aber nicht so. Oder der MT Rebel The Machine. Immer noch eine halbe Sekunde schneller, weil es wirklich Muscle Car ist. Und der Pontiac Firebird Trans Am GTA. Also, man muss schon sagen, dass der Toyota AE86 Corolla GT auch schneller ist. Er schlägt gerade einen Golf 1 GTI aus 83. Aber wenn wir halt den Renault Gordini so ein bisschen mit reinziehen, da ist der Gordini ja der passende Konkurrent und er ist sportlicher und deutlich schwächer. Also, dementsprechend verabschiede ich mich. Wir sehen uns heute wahrscheinlich im Livestream. Dementsprechend sage ich Adios, Amigos.